Wir verkündigen Weisheit unter den Vollkommenen, nicht die Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. So ruft es Paulus der Gemeinde in Korinth zu. Und sollten wir jetzt fragen, ja, wovon spricht er denn bloß? Was meint er denn? Weisheit unter Vollkommenen. Nicht die Plausibilität, die uns jeden Tag begegnet, die sozusagen gesellschaftlich immer auf der Hand liegt. Wenn wir das fragen, finden wir die Antwort im Evangelium. Denn dort ist von der Vollkommenheit die Rede. Jesus erklärt sie uns. Was wir da vor uns haben, in diesen Worten, die bis heute von ihrer Wucht nichts verloren haben, das ist die Bergpredigt. Da haben wir sie also. Original, die Bergpredigt Jesu. Viel zitiert, oft bewundert. Man kann das immer wieder lesen, ist sozusagen das Herzstück des ganzen Evangeliums. Das Evangelium lässt sich nicht auf die Bergpredigt reduzieren. Aber natürlich ist es eine ganz wichtige Stelle, um Jesus kennenzulernen. Wenn man so will, und da sind sich sogar die ganz unterschiedlichen Theorien einig, O-Ton Jesus. Aber das vielleicht gefällt er uns so gar nicht. Weil er so unmöglich unbequem ist. Also erstens stellt er uns in eine Reihe mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Unsere Gerechtigkeit soll größer sein. Es geht um Vollkommenheit. Ja, aber wir sollen uns doch irgendwie, von denen sollen wir uns absetzen, sollen wir gar nichts mit zu tun haben. Das heißt, wenn sie größer sein soll, muss ich zuerst von ihnen lernen. Wenn Jesus sagt, die Tora, das Gesetz Gottes, ist nicht abgeschafft. Ich bin nicht gekommen, um das wegzuputzen, so wie wir das manchmal leichtfertig tun. Ich bin gekommen, sozusagen, um es prophetisch zu vollenden, um einen Raum zu öffnen. Und zu zeigen, wie man denn diese Gebote, diese Weisung Gottes, an der Israel gescheitert ist und an denen Menschen immer scheitern an diesen Geboten, wie wir sie erfüllen können, wie wir sie halten können. Das ist ja eine spannende Frage, wenn wir die heranlassen. Was hat uns Jesus zu sagen, wenn er meint, man kann die Gebote Gottes tun, man kann sie halten, man kann sie erfüllen. Wenn wir darüber nachdenken, ist unser erster Schritt, naja, Ermäßigung, oder? Kompromisse schließen. Ja klar, weil wir kennen uns. Ja, sagen wir dann, die Bergpredigt ist ein toller Text. Das ist ein Ideal, das da entworfen wird. Und wenn wir das sagen, toll und ideal, meinen wir zugleich, ja, es ist natürlich auch ein bisschen weltfremd. Ne? Also so mit den Menschen, so wie du und ich, hat es natürlich nichts zu tun. Da ist der Jesus ein bisschen, ist halt doch vom anderen Stern. So billig, liebe Schwestern und Brüder, so billig kommen wir aus dieser Nummer nicht raus. Wenn die Bergpredigt Wort Jesu ist, und wenn es in der Kirche wichtig ist, das Evangelium zu sagen, dann gilt auch dieses Wort, ohne Abstriche, wie jedes Wort des Neuen Testamentes gilt. Nicht nur die uns passen, die uns schön klingeln, die wir heute gut vermitteln können, man könnte auch sagen, verkaufen können, die sich sozusagen auf der Theke von selber weiterreichen. Nein, es gilt jedes Wort. Alle Worte gelten. Es ist ja interessant, dass der ebenso oft zitierte und manchmal auch in der Kirche bewunderte Mahatma Gandhi seine Annäherung zu Jesus genau über diese Worte gefunden hat. Nicht über die anderen schönen, sondern genau über diese. Sag doch auch etwas aus. Wie ist das also jetzt mit den Geboten? Jesus reagiert nicht mit Ermäßigung, nicht mit Aufweichung, sondern genau im Gegenteil. Er reagiert mit Verschärfung. Wir haben das eben gehört in den sogenannten Antithesen. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Nun werden die ganz Kritischen unter Ihnen, vielleicht muss man auch dazu gar nicht so kritisch sein, sagen, naja,
Aber ist das nicht auch typisch Kirche? Haben wir doch eben gehört, in den letzten beiden großen Antithesen dieser Bergpredigt, dass die Kirche da so einen typischen Eiertanz aufführt. Also beim Schwören zum Beispiel. Jesus sagt doch hier klipp und klar, schwört überhaupt nicht. Ist jemand hier unter uns, ich lasse mal die Kinder aus, der noch nie in seinem Leben geschworen hat oder die? Also ich in meiner kirchlichen Laufbahn oder andere, wir müssen schwören. Und Gott weiß, was beschwören. Wir müssen Schwüre leisten und sind dabei gehalten, die Hand auf dieses Buch zu legen. Wie kann man sowas tun? Für einige, die werden sagen, naja, das ist halt typisch, die Kirche macht halt immer so. Was ihr so passt, das biegt sie sich zurecht. Es ist ein bisschen, auch das ein bisschen schlicht. Augustinus weist darauf hin, wir haben innerhalb des Neuen Testamentes unterschiedliche Wahrnehmungen. Jesus ist hier in seiner Botschaft ganz klar. Wir haben auch einen Paulus, der in seinen Briefen, vor allen Dingen, wenn er sich aufregt, permanent am Schwören ist. Wenn das auch ganz kurze Formeln sind. Bei Gott, so. Wir haben das neulich am Anfang des ersten Korintherbriefes noch gehört. Ja, da schwört er quasi bei Gott, er hat keinen in Korinth getauft, und dann fällt es ihm doch ein, halb Korinth hat er getauft. Also wie ist das mit den Schwüren? Wir haben eine Unterscheidung hier, die wichtig ist, dass wir auf der einen Seite die klare Weisung Jesu haben, aber wir haben innerhalb des Neuen Testamentes auch noch einmal eine andere Praxis und eine andere Wahrnehmung. Und wir müssen beides sehen. Den Mut muss man haben, auch beides miteinander zu sehen. Auch wenn es auf den ersten Blick widersprüchlich ist. Das heißt, das, was die Väter uns gelehrt haben, die Schrift mit der Schrift auszulegen. Nicht das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, der Paulus hat ja keine Ahnung. Oder wie das manche reformatorische Gemeinschaft macht, zu sagen, naja, die Schrift hätten wir besser aussortiert aus dem Neuen Testament. Das ist immer der einfachste Weg. Aber am Schluss haben wir alles aussortiert, da bleibt ja nichts mehr. Das ist zu schlicht. Das ist die Zumutung, dass wir in beiden Aussagen Gottes Wort haben. So, wenn wir das beim Schwur klar haben, wie ist es denn jetzt mit der Ehescheidung? Da haben wir genau das andere Phänomen. Dass es hier nicht widersprüchliche Dinge gibt, sondern die gesamte Linie des Neuen Testamentes ist glasklar. Mit einer kleinen Ausnahme, auf die ich gleich komme. Glasklar. Jesus äußert sich zu keiner Frage, man muss das gerade in den derzeitigen Diskussionen sagen, Jesus äußert sich zu keiner Frage so klar und so oft wie zu dieser Frage. Und es ist mir persönlich zu billig, was ich lese und in Diskussionen vor einiger Zeit schon hörte, wenn mir ein Theologieprofessor sagt, ja, das ist ja nur, um die Stellung der Frau aufzuwerten. Ja, man möchte sagen, träum weiter. Das ist zu einfach. Jesus ist klar in seiner Aussage. Und doch macht das Matthäus-Evangelium als einziges Evangelium, wir haben das auch das eben gehört, das geht so schnell unter, eine winzige Ausnahme. Und die Exegeten sagen uns zu Recht, möglicherweise hat man diese Wucht des Wortes Jesu so stark empfunden, dass man schon in der Gemeinde des Matthäus einen kleinen Spalt geöffnet hat. Niemand darf seine Frau entlassen aus der Ehe, es sei denn wegen Porneia. Das ist natürlich ein Begriff, den kennen wir gut. Porno ist in. Aber was wir uns heute darunter vorstellen, ist noch nicht gleich mit dem, was das Neue Testament meint. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet. Wir wissen nur, das Matthäus-Evangelium lässt einen winzigen Spalt zu, als einziges Evangelium. Ohne, und vielleicht ist das gut, dass wir nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Wir können nicht klar definieren, zu sagen, nur wenn die Frau selber dann Ehebruch betrieben hat. So einfach liegen die Dinge nicht. Das ist nicht geklärt. Das führt uns zu einer weiteren wichtigen Überlegung. Wenn wir im Moment sozusagen dargestellt werden, als wären wir bisher, bis jetzt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, eine unbarmherzige Kirche gewesen, die Leute aburteilt, und jetzt legen wir den Schalter um und machen einen auf Barmherzigkeit, weil das jetzt so der neue Stil ist.
Auch das ist ja ein bisschen schlicht gedacht. Im sogenannten Forum Internum, also um das oder auf Deutsch zu sagen, wenn man das dann besser versteht, das, was man im Beichtstuhl bespricht und was niemanden etwas angeht, hat es immer eine Praxis der Barmherzigkeit gegeben. Immer. Die Frage ist nur, ob das, was im Forum Internum besprochen wird, ob ich das nach außen hin zur Lehre erheben kann. Und das ist das, was genau im Moment passiert mit oberhirtlichen Schreiben. Das ist das Problem. Diese Unklarheit, die Vermengung der beiden Foren, intern und extern, das ist eigentlich eine jesuitische Erfindung des heiligen Ignatius. Man kann das nicht tun. Natürlich werden Sie fragen, wer ist der, wenn der sowas sagt? Das Amt gibt es in der Kirche, liebe Schwestern und Brüder. Es gibt eine Hierarchie, nicht um eine Pyramide aufrechtzuerhalten, sondern um den Blick auf den Ursprung frei zu halten. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Hierarchie. Das ist die Aufgabe des Amtes. Das heißt, das Wort Jesu hier, Bergpredigt, Aussagen des Paulus, lebendig zu halten und sie nicht von postmodernen Gegebenheiten oder momentanen gesellschaftlichen Stimmungen zuschütten zu lassen oder die Fahne in den Wind zu stellen. Man muss ja nochmal hören, was auch der Sinn des petrinischen Amtes ist, auf das wir als Katholiken so stolz sind. Wir tragen das wie eine Monstranz vor uns her. Jesus sagt diesem Petrus, er sei der Fels. Er sagt nicht, du bist ein netter Kerl. Er sagt nicht, du bist ein toller Typ. Er sagt ihm eher, Fels, du bist ein harter Brocken. Das ist nämlich ein Fels. Das ist kein Kieselsteinchen, das wir uns zur Verzierung auf dem Wohnzimmertisch legen, aber auch keine Wanderdüne. Es ist ein Fels, es ist der Ausdruck von Beharrlichkeit. Heißt, den Blick auf den Ursprung freizuhalten. Und das ist manchmal ein schroffer Fels. Und wer wollte dieses Amt freiwillig haben? Und wer wollte einfach vorschnell urteilen, wie man das denn zu machen hat und wie man das tut? Davon sollten wir uns alle fernhalten. Auch vom vorschnellen Urteil über den, der es hat oder den, der es hatte, wie auch immer. Da geht die Schere weit auseinander. Aber wenn eines klar ist, in dieser Frage, die uns angeht, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen uns zum Wort Jesu verhalten. Und deshalb ist es auch die Aufgabe hier, dessen, der hier vorne steht, egal wie der heißt oder wie der aussieht, das Wort Jesu zur Geltung zu bringen. Und dieses Wort gilt. Und jeder, der uns beibringt, dass wir uns daran vorbeimogeln können, dass wir bestimmte Ermäßigungen haben oder dass wir unter bestimmten Umständen dies oder jenes tun, führt uns in die Irre. Unsere Gerechtigkeit muss größer sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wodurch wird sie größer? Durch jeden und jede, der dieses Wort tut. Und selbst wenn wir alle miteinander überfordert sind, alles direkt hier und jetzt sofort umzusetzen, und zwar alles, tun wir das, was wir können, so gut wir es können, mit so viel Energie wie möglich. Darauf kommt es an, dass unsere Gerechtigkeit sichtbar wird. Das, was Jesus auch in der gleichen Bergpredigt sagt, wie eine Stadt auf dem Berg, wie ein Licht, das man nicht unter das Bett stellt, nicht um sich wichtig zu machen, sondern um anzustecken, andere auf den Geschmack zu bringen, dass es schön ist, Christ zu sein, nicht immer zu schielen, ach, was sollen wir alles tun, wir müssen dies noch befolgen und so. Wir werden frei dadurch. Die Weisung Gottes, die an Israel erging und die Jesus zu erfüllen kommt, ist ein Geschenk an uns. Ein Geschenk, das unser Leben gelingt.